zu einem neuen Video hier auf Vanilla. Und wie ihr gerade unschwer erkennen könnt, freut sich Melinda hier einen Ast. Und zwar, weil uns der gute KK leider heute besuchen kommt. Was ihr auch sehen könnt, ich habe den Schleudercounter hier eingefügt. Ich muss gleich noch schauen mit euch zusammen, wie viele Ballons wir schon vom Himmel geschossen haben. Und ja, jetzt ziehen wir uns den guten KK rein und genießen die Show. Und natürlich bekommen wir von Atomnook auch jetzt die Terraforming-App geschenkt und dann rennen wir gleich los und schauen, dass wir unsere Meilen auf den Kopf hauen. So, da sind wir auch schon in unserem tollen Nook-Automaten und jetzt hauen wir mal die ganzen Meilen auf den Kopf, würde ich sagen. Wir fangen mal an mit der Gewässerlizenz. Da sind wir schon mal 6000 Meilen los. Danke auch. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch die Plateau-Lizenz. Die holen wir uns auch. Die werde ich auch benutzen, da bin ich mir ganz sicher. Gut, was brauchen wir noch? Wir nehmen noch den Schwarzerdeweg, glaube ich, heißt, also den dunklen Erdboden. Ich habe jetzt lang gebraucht, um auf das Wort zu kommen. Ich habe heute irgendwie ein Sprachproblem, glaube ich. Da, den hier nehmen wir mit und den für die Custom Designs, die würde ich auch gerne noch mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was es noch für Zäune gibt. Das, glaube ich, wäre auch noch ganz cool. Schauen wir mal. Jetzt erstmal die guten. Das hier hätte ich noch gern, genau. Und dann schauen wir uns noch kurz die Zäune an. Und dann werde ich ein wenig Off-Camera-Arbeit leisten, denn ich werde die meisten der Bäume alle fällen. Bis auf 5 Stück für die Wespen und 3 Stück für die Items und Geld. Ich glaube, das werde ich machen. Ich habe keine Lust mehr, ständig alles zu schütteln. Habe ich den schon? Oh, dann nehmen wir den noch mit. Danke. Und dann bestellen wir noch was. Schauen, was es so im Katalog gibt. Ja, ich möchte gerne im Katalog was anschauen. Oder sollen wir noch irgendwie so hippe Emotionen mitnehmen? Die nehmen wir noch mit. Und dann checken wir mal den Katalog aus. Vielleicht gibt es ja irgendwas Cooles. Und bevor ich anfange, quasi den ganzen Bäume zu fällen, stellen wir noch die Goldaxt her. Denn damit kann ich besser Abholz noch. Ich glaube, ich kann sie gar nicht herstellen, ich habe ja kein Gold. Erstes Problem schon mal. Okay, das brauchen wir nicht, das auch nicht. Hier ist auch nichts dabei. Wir benutzen mal die Regenstiefel noch. Hier gibt es nichts, dann bestellen wir einfach noch ein paar Zwischenwände. Ich weiß nämlich nicht, wie viele ich davon noch brauchen werde und deswegen bestellen wir einfach mal welche. So, okay. Was sagt denn eigentlich mein Haus? Okay, gut, da können wir nachher auch mitarbeiten. Dann schauen wir mal zu den Nucklingen-Waschbären. Ja, ich sehe schon, hier ist jetzt nicht unbedingt so der Burner zu finden, halt, habe ich so das Gefühl. Ja, okay. Ich guck mal hier nochmal. Das können wir noch mitnehmen. Ja, okay.
nochmal die hier noch mit und dann schauen wir mal noch zu den Schneiderschwestern, würde ich behaupten. So, wir sind mal wieder bei den beiden Schwestern. Sagen wir mal noch Hallo zu Sina. Oh, sie spricht uns jetzt zum ersten Mal mit dem Namen an. Das heißt, wir arbeiten uns vorwärts. Okay. Nö. Auf gar keinen Fall. Absolut nicht. Nö. Okay, ich habe jetzt zwar alle Bäume geschüttelt, aber ich glaube, ich will jetzt, statt sie alle zu fällen, gerne nochmal einen Plot platzieren und hoffen, dass jemand Cooles einzieht. Und ich habe das Haus abbezahlt, denn ich hätte gern mehr Lagerplatz. Ich habe mir ein bisschen Geld von einer Cheat-Insel geholt. Wie habe ich letztes Mal gehört, hat sich jemand genannt? No-No Island? Genau, also ich habe ein bisschen Geld geholt und jetzt platzieren wir kurz den Häuserplot und dann springen wir einen Tag weiter. Ich habe den Platz gefunden, wo das Haus hingehen soll und hier platzieren wir es jetzt auch hin und springen einen Tag weiter. So, hallo nochmal, wir sind jetzt am nächsten Tag. Und ich habe leider heute und gestern auch keine Zeit mehr gehabt, weiter zu spielen. Ich wollte jetzt nur gucken mit euch, ob der Plot verkauft ist, weil es ja der nächste Tag ist. Und da gehen wir jetzt mal kurz gucken. Oh, er ist verkauft. Und dann gucken wir schnell, wer hier ist, bevor wir dann am Morgen weiterspielen. Und es ist... Doris ist mein absoluter Lieblingsbewohner. Das ist ja mega. Also wie ihr sehen könnt, die Bäume habe ich nicht gefällt. Ich bin gerade so voller Freude und will euch gleichzeitig Sachen zeigen. Und ich habe ein bisschen angefangen, das Wasser zu entfernen, damit wir dann weiterspielen können. Und ja, ich bin gerade mega froh, dass Doris hier einzieht. Ich will noch kurz gucken, ob irgendwo die Flaschenpost liegt. So cool, mein Lieblingsbewohner zieht auf meine Insel, es ist einfach nur cool. Ja, für mich spielen wir morgen weiter, für euch geht's direkt zum nächsten Tag. So, wir sind hier und ich zeige euch gleich, was ich schon mal geholt habe. Und zwar habe ich jetzt 9 Bäume eingesammelt, genau. Und die nutzen wir jetzt, um Items zu bekommen. Dazu, oh, wir haben einen Ballon. Oh, den holen wir runter. Hier. Und dann passen wir gleich mal den Counter an, denn da haben wir ja jetzt 37 von 100. was ist drin? Geld. Okay, danke. So. Ich wollte jetzt aber eigentlich den Sprungstab mitnehmen. Doris ist eingezogen, sehr cool. Und hier hinten muss ich noch aufräumen. Okay, dann machen wir das schnell mal. Ich räume hier kurz auf und dann pflanzen wir hier gleich zusammen die Bäume hin. So, ich habe es geschafft. Hier sind die Flächen frei. Und das würde ich jetzt quasi nutzen. Wir machen jetzt mal hier den ersten gleich hin. So, und dann machen wir hier Baum Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Dann haben wir noch Nummer 5. So, was ich euch nur erzählen kann, was ich gerade vergessen habe aufzunehmen, ist, Dörte hat gefragt, ob es okay für mich ist, wenn sie auszieht. Das heißt, wir haben morgen hier jemanden auf Kisten sitzen und dann schauen wir mal, ob ich Auto füllen lasse oder ob ich einfach einen Bewohner von einem No-No Island hole.
Und ja, so. Hier haben wir jetzt mal die Bäume für das nächste Video, denn wir werden im nächsten Teil hier versuchen, an Items zu kommen. Und wie ihr seht, habe ich mir eine Gesichtsbemalung so gelegt, und zwar einen Pony und so coole Backen. Ich fand, sie sieht ganz cute aus. So, ich gehe jetzt und werde alle anderen Bäume hier mal fällen und mal gucken, ob wir... Oh, er macht so mies. Oh, schaut ihn euch an. Oh, er ist so cute. Ja, ich fälle jetzt hier mal alle Bäume und dann schaue ich mal, ob ich nicht auch noch die Cliffs abreiße, dass wir quasi eine flache Insel haben, um es zu dekorieren. Und dann sehen wir uns nochmal. Tja, und wie ihr sehen könnt, habe ich es geschafft mit meinem cuten Pony. Ich komme nicht darüber hinweg, wie cute es aussieht. Ich bin fertig mit Terraform. Was heißt, ich zeige es euch gleich. Hier ist alles leer. Und ich glaube, ich move auch heute noch mein Haus weg vom Eingang, dass wir da eventuell anfangen können, was zu dekorieren. Und hier seht ihr mein zugemülltes Inventar. Zwei Ballons habe ich runtergeholt. Wir haben einmal ein Skelett und im zweiten haben wir ein Ninja-Kostüm. Okay. Ja, damit wären wir hier am Ende für dieses Video und wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin. Oh, nein, stopp, wir sind noch nicht am Ende. Da ist noch ein Ballon. Wir machen die 40 noch voll. Schnell. Schnell, runter mit dir. Oh nein, da ist sie kaputt, die Schleuder. Oh no. Okay, wir schauen hier noch rein. Was haben wir hier drin? Uns ist eine Gottesanbeterin-Trophäe. Okay, alles klar. Aber dann sind wir jetzt am Ende und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.